Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Liebes Freunde, was geht? Wie geht's euch? Alles gut? Alles gesund? Bei uns auf jeden Fall schon. Wir nehmen euch heute mit durch einen Tag von Lukas und Randy. Wir gehen jetzt ins Gym, wir haben ein bisschen gearbeitet heute, ein bisschen noch was gedreht und ich rede nicht von Spaß. Okay, der war schlecht. Auf jeden Fall haben wir noch ein kleines anderes Video für mich gedreht und jetzt gehen wir ins Gym. Apropos Gym. Es hat ein sehr brutales Gym aufgemacht in Wien, das John Reed am Schottentor. Über 3 Stockwerke, 5200 Quadratmeter, eine alte Bank, wo man dann teilweise in den Räumen noch die echten Tresortüren hat, teilweise sogar noch die Schließfächer, so als Design-Element verwendet wurden. Ihr werdet gleich sehen, von was ich spreche. Und im Anschluss werden wir, wie es sich gehört, ein Post-Workout-Meal haben. Meal-up! Meal-up! Bitterballen! Viel Spaß in diesem Video. How are you? Oh. Weißt du, was gestern passiert ist? Ich war so am Schneiden am Computer. Oh Gott, das war. Ich schneide so und auf einmal drehe ich mich. Schau ich so nach rechts, Sebastian sitzt da. Sie sitzt da, ich am Schreibtisch, ich schneide sie. Schau, auf einmal Sebastian. Ich erschreck so. Ich hatte die Kopfhörer auf und ich habe einfach. Sie hat die mal aufgemacht. Jetzt Gym 1 bis 10. 9,5. Kein besseres gibt's in Wien, oder aktuell? Zumindest ist es nicht mit so viel Auswahl. Stephansdom, verstehst du? Ist nicht Stephansdom. Nein. Was ist das jetzt? Das ist die Votivkirche. Ach so, verdammt. Wir sind auf jeden Fall da. Ladies and Gentlemen, welcome. Let's have a proper training. So geht die rein. Es fühlt sich aber echt auch noch an, als würde man in eine Bank gehen, gell? Ich bin zwar noch nie in eine Bank gegangen, aber. Immer nur mit Sturmhaube. Dann habt ihr hier Kunst. Verstorch. Bester Mitarbeiter. Dankeschön. Peace. Es geht ab, also. Abonnieren, liken. Was ist denn da los hier? Das ist auf jeden Fall der Eingangsbereich, meine verehrten Zuschauer. Ja, sieht schon mal sehr gut aus. Dieser sollte funktionieren. Ich bin gerade, was geht, Bro? Mean Machine. Du bist DJ, oder? DJ-Pult gibt's, Getränke gibt's. Jetzt sieht's noch nicht nach Gym aus, sagen wir so. Ja, ja. Die haben auch so ein cooles Event gehabt. Falls ihr solche Sachen mitbekommt, müsst ihr ihm und mir auf Instagram folgen. Alles unten verlinkt, Kuss geht raus. Okay, die Umkleide zeige ich euch nicht. Kunstausstellung. Ah, stimmt, die verkaufen das, gell? Genau, also es ist Kunst ausgestellt, die man noch bis, ich glaube, bis in einem halben Jahr kaufen kann. Mhm. Das ist auch coole Kunst, also es sind echt coole Sachen auch dabei. Ja. Warum mache ich jetzt eigentlich Werbung für diese Kunst hier? Kommt vorbei mit dem Code Randy5, kriegt ihr keine 5%. Das ist nice. Ist nice. Das wär's, Alter. Das würde ich safe reinhängen. Das ist ein bisschen zu. Egal. Das ist ein bisschen zu. Wenn alles schön hell ist und dann so ein Bild kommt, geil. Und der Raum, ja, halt auch gut, ey. Kann ich schreien, wenn ich solche Nackenschmerzen habe. Ah ja, übrigens, Kuss geht raus an liebe Randy und Lukas Zuschauerinnen und Zuschauer für die ganzen Tipps für den Aften. Wir wurden bombardiert mit Nachrichten. Ja, Mann. Auf jeden Fall, Freunde, wir machen ein Full-Body-Workout. Außer Beine. Das Gym zeige ich euch so ein bisschen. Ich gleich Oberkörper. Ah ja. Genau, aber auf jeden Fall, ich zeige euch das Gym so ein bisschen Ausschnitte, dies, das. Wir werden den Part auch nicht zu lang machen. Warum? Weil wir keine Ahnung haben von Training. Du schon, aber ich nicht. Was ich hier auch sagen will, ist, das ist das erste Gym, in dem ich wirklich ohne Kopfhörer trainieren kann. Jeder Raum hat so seinen eigenen Charakter hier, das ist so der Gold. Weinrote Raum mit diesen Gym 80 Geräten, die auch sehr, sehr geil sind, feiere ich auch. Und diese Maschine, dieser Latzug. Jetzt sind 25 pro Seite. Okay. Hep, hep. Ei. Ich habe gelogen, sind 35. Ist zu viel? Nee, es geht. Also schwer, aber es ist ein bisschen falsch aufgeteilt. Hier ist es sehr schwer, unten wird es immer leichter. Ja, genau. Ja, das ist mein favorite Latzug, Bruder, der ist so geil. High rolling. We rolling high. Aha! Einer wollte mich auseinandernehmen. Er ist nur am Anfang schwer, aber. Aber du hast Nackenprobleme. Ausrede. Was sagt er eigentlich zu diesen Interieur, Lampen und so weiter? Sieht aus wie Rumors Hotel in München. Hier, kennst du das? Da haben sie auch so viele Lampen. Jetzt seht ihr auch, das ist wieder so ein Wechsel vom Design. Let's go. Mit Lukas mache ich immer so ein Push-Pull, immer abwechseln. Das ist irgendwie ganz, also für mich und meinen Körper fühlt sich ziemlich nice an. Ich weiß nicht, ob das... Innerhalb des Trainings. Ja, innerhalb des Trainings. Nicht tagemäßig. Ja, ja. Und hier haben wir eine sehr schöne Dipmaschine. Wie fühlt es sich an? Nicht die beste, die ich jemals hatte, aber geht schon. Busfahrer?
Es geht auf jeden Fall böse in die Brust rein, Alter. Ich merke das schon. Ich habe erst gedacht, es ist sehr leicht, aber mit Trizeps wäre es leicht gewesen. Mach dich doch rund, ja. Ah ja, Mann, jetzt geht's böse rein. Eieieiei. Chest. Nippo. Nippos. A-Körbchen aktuell. Mit der Übung sind wir jetzt auch durch, Freunde. Läuft gutes Training auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, wir sind gerade 5 Minuten durchs ganze Gym gelaufen. Ist so groß, ich kann euch nicht mal alles zeigen. Ich will auch den Gym-Part nicht zu lang halten. Weak Fella. Das fühlt sich auch ein bisschen in meiner Schulter unnatürlich an. Wenn ihr von hier dann rausgeht, Freunde, habt ihr hier noch so einen Boxingraum. Ihr seht auf jeden Fall, es gibt sehr viele verschiedene Räume, es ist ein sehr großes Gym, ich kann euch nicht alles zeigen, aber ich will euch einfach immer mal wieder, so wie es auch schon in den Kommentaren, zumindest denke ich, dass ihr es kapiert habt, einfach so zeigen, was passiert bei uns alles. Und jetzt beenden wir auch die Gym-Session, wir trainieren jetzt noch 2-3 Übungen, wir machen halt den ganzen Oberkörper und dann sehen wir uns gleich draußen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich am Arsch, Training war gut, jetzt geht's. Wie heißt der Lauda? Miss Non. Miss Non? Ja. Miss Non auf jeden Fall, wenn Lukas sein Restaurant sucht, es wird sehr lecker. Ich freue mich jetzt drauf, ich muss auch ehrlich sagen, Miss Non ist übrigens der kleine Bruder von Seven North. Sehr geil, sehr geil. Peter, gutes Fleisch, ja, orientalische Küche und was soll ich euch dazu sagen? Es wird gleich lecker werden. Ich finde manchmal sind die ein bisschen unsympathisch und komisch so. Das bleibt aber unter uns. Aber das Essen ist gut. Das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall, ich habe böse Hunger. Wir haben heute gefrühstückt so gegen 9:30, 10 Uhr, 10, 15, 11 Uhr. Spaß, keine Ahnung wann. Auf jeden Fall, es war unsere erste Mahlzeit und jetzt kommt was hier in den Magen rein, verstorsch. Auch diese Architektur in Wien ist so, ich finde einfach schön. Einfach eine schöne Stadt, muss ich ehrlich sagen. Ich lieb's. Walla, ich liebe dich, Wien. Walla. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wie geht es dir? Wie geht's euch? Right. Yeah, I know. I'm like, okay, hi. Alles gut? Legend, was geht? Alles fit? Ah, okay. Randy freut sich. Ess mal was, oder? Ich hab böse Hunger. Ja, ja, voll. Auf jeden Fall herzlich willkommen bei Miss Non. Ich freue mich jetzt. Wird lecker. Lecker? Nicht so lecker. Ey, was heißt YouTube auf Brasilianisch? YouTube. Was empfiehlst du? Du hast schon oft die gegessen, gell? Servus. Du bist Lukas, oder? Ja, höchstpersönlich, ja. Ich höre dir auf jeden Fall von Videos. Also, Freunde. Kleiner Bruder von Seven North. Es gibt sehr, sehr viele Sachen. Chocolate Mousse, Banana with Nutella. Auf jeden Fall dann Outside Peter. Es gibt sehr kreative Karte, sehr viele leckere Sachen. Wir bestellen einfach und dann seht ihr, es wird auf jeden Fall gut. Also wir nehmen auf jeden Fall schon mal einmal diese Lamb Kebab. Einmal nee, Lamb Kebab, jawohl. Dann nehmen wir den, was war das? Was dann nehmen wir dieses Bag of Beef. Slow cooked. Outside. Peter, ja. Okay, Bag of Beef. Dann nehmen wir einmal den... Bag of Beef Split, ja. Den Dings, den Kohl. Wolltest du den, willst du den haben oder lieber Brokkoli? Brokkoli. Dann hätte ich gerne ein Sprudelwasser. Ich hätte gerne ein Bier mit. Für mich auch. Schicken. Ja? Kein Wasser, auch Augustiner. Immer ein Problem, wenn wir bestellen. Katastrophe, Alter. Wasser. Den kann doch keiner ernst nehmen hier am Tisch, oder? Was soll das? Was soll das? So, das ist Wodka eigentlich. Ah, okay. Ja, weil das ist doch so, wenn die Leute kennt, aber sonst. Ja, aber sonst auch nicht. Auf euch. Alkoholfreien Augustiner. Limonade. Radler. Ich höre das auch, aber ich weiß nicht, geht. And that's a bag of beef. Thank you. You have some more nori. Auf jeden Fall eine größere Runde heute. Stuttgart oder Tübingen. Eigentlich Tübingen, aber jetzt Wien.
Istanbul, Algerien. Bürgermeister von Istanbul. Bisschen Schrug. Diese grüne Soße. Das ist die scharfe, gell? Das ist die scharfe Soße, ja, die schärfste, die sie haben. Dieser Kebab ist. Und dann Sumpen. Okay. Was, Taif, hast du das ausgesetzt? Nein, es hat kein Kebab, es ist Köfte, Bruder. Und was ganz wichtig ist, dieses Sour Cream. Dip it on. Ist gut heute? Mhm. Sehr schön. Schmecken? Was heißt schmeckt auf Kirianisch? A comida tá boa. A comida tá boa? Sim, muito bom. Hier, mit some potatoes. Ich mach dir auch einen. Boah, einfach so warm oder was? Platt gedrückt. Mhm. Run over potatoes heißen die. Macht Hühne. Ist geil, oder? Eieiei. Was? Mach aus den Lader. Aber Zeit, was sagst du? Noch was auszusetzen? Ich habe da wirklich das krasseste Sashimi in meinem Leben gegessen. Das glaube ich dir. Also ich muss sagen, jede Speise, die jetzt auf dem Tisch stand, war wirklich sehr, sehr lecker. Auch ich hatte diese Beef Pita. 10 von 10 Brokkoli. Stark. Vielleicht nicht alles 10 von 10, aber es war sehr, sehr lecker. Es war genau das, was ich erwartet hatte, das ist. Gut war's, danke dir. Gut war's, ja? Gut war's. Bis, das heißt, bis bald, ja? Ja, bis bald, ja. Auf jeden Fall. Aber nur, wenn du da bist, ja? Ja, ich bin immer da. Ja, sehr gut. Ja, Freunde, das war's eigentlich auch. Es war sehr, sehr lecker. Was sagst du? Kuss geht raus, oder? Ja, was sagst du? War gut? War sehr gut. Peace. Peace. Auf jeden Fall, das sind die Taxis von Wien, meine Freunde. Ich weiß, das ist nicht gut für die Pferde, aber das ist halt so ein Kulturding. Ich feiere das gar nicht. Oha! Habe ich dich beleidigt? Sorry.